habe den Jürg Hochstrasser vor 12 Jahren beim Jugendzegler Steckborn kennengelernt. Ja, den Jürg, ich kenne ihn schon ein bisschen auf. Ich habe den Jürg auch zuerst in der Sommersegelwoche in Steckborn kennengelernt. Und mir ist der Jürg irgendwie immer auch überkommen wie der Vater vom Jugendzegler. Er hat irgendwie immer gezeigt, ja, so geht's. Er hat auch ihm den Schlussstrich gezogen. Er zeigt eigentlich, wo es durchgeht, so ziemlich. An einem Abend in Konstanz ist die Idee entstanden vom Weiterführen des Jugendsegelns auf dem Meer. Und der Jürg hat dem Ganzen dann dabei eigentlich so die Struktur gegeben. Was mich am Jürg beeindruckt ist, dass er, ich habe das Gefühl, er sieht relativ schnell, wo ein Kind oder ein Jugendlicher seine Stärken hat. Und er versucht nachher quasi eine Position zu finden, wo die Person nachher wirklich ihre Stärken kann ausleben kann und dass sie nachher am richtigen Ort ist im Verein, wo sie die Stärken kann nutzen kann. Und ja, das war beim Jugendsegler Steckborn so gewesen. Und das ist auch da beim Ocean Youth Sailing ein zentraler Punkt, wieso das Ganze so gut funktioniert. Also wir wären jetzt hier bei unserem Projekt vom Ocean Youth Sailing, den Katamaranbau. Wir haben hier die beiden Rümpfe, die wir jetzt aufgedreht und aufgestellt haben und wir dran sind, die Zwischenwände reinzukleben, so dass das Ganze stabil ist. Ich bin vor 12 Jahren über eine Werft zum Jugendsegler Steckborn gekommen. Das hat mich von Anfang an angesprochen. Ich habe früher eine andere Jugendarbeit gemacht, im Wald draussen. Und jetzt, wo Segler meine Leidenschaft geworden ist, habe ich eigentlich Freude gehabt, können mit dem Jugendsegler Steckborn meine Leidenschaft und Jugendarbeit miteinander verbinden. Jugendsegler hat eigentlich den Vorteil, dass es nicht an einem grossen Yachtclub angegliedert ist, sondern von den Jugendlichen selber verwaltet wird. Es war mir immer wichtig, dass die Jugendlichen selber bestimmen können, was sie machen, wo in den Weg hingehen soll und ich das eigentlich nur begleitet habe. Es macht extrem Freude, die Entwicklung von einem noch fast Kind mit 12 zu beobachten, bis es dann 20 und mehr alt, ein Jahr alt ist und zu sehen, wie es sich einsetzt für so einen Verein, für das Gemeinwohl und für ein gemeinsames Ziel. Aus dem heraus ist nachher auch das Ocean Youth Sailing entstanden. Das heisst, der bestehende Vorstand hat eigentlich gesagt, wir hören jetzt auf, wir sind alt genug, es müssen jetzt wieder Jüngere das Ganze machen. Und haben natürlich nicht einfach aufhören, sondern haben versucht, eine Nachfolgelösung, ein Folgeprojekt zu entwickeln. Und aus dem muss jetzt den Ocean Youth Sailing geben, wo eigentlich das Ziel hat, dass wir Jugendliche aufs Meer bringen können, Jugendliche Verantwortungsbewusstsein beibringen. Und wir machen auch gemeinnützige Projekte. Wir fahren mit dem Schiff neunmal hin, dann dort von Jugendlichen für Jugendliche Unternehmungen machen, sodass viele etwas davon haben. In Zukunft wünsche ich mir, dass ich in dem Geist, wenn ich jetzt mit diesen jungen, erwachsenen Leuten weiterarbeiten kann, unsere Projekte, die wir haben auf dem Meer und mit anderen Jugendlichen weltweit können umsetzen können, so dass wir in 10 Jahren sagen können, es war eine gelungene Sache und es hat Spass gemacht und Freude gemacht. Optimal können trainieren.